Essex Running Insights. Endlich schneller werden und beim nächsten Lauf den Kollegen überholen. Wer will das nicht? Tempo ist natürlich eine Sache des Willens, aber entscheidend sind das richtige Training und die richtige Technik. Der Schlüssel zum Erfolg: weniger monotone Dauerläufe, mehr Intervalltraining. Hierbei wechseln Sie schnelle, intensive Phasen mit Erholungspausen ab. Zum Beispiel laufen Sie 6x 1000 Meter in hohem Tempo und machen dazwischen 3 Minuten Pause. Nach diesem Training sollten Sie sich eine Ruhepause gönnen und einen Tag pausieren. Denn nur in den Pausen werden Sie besser, weil Ihr Körper den Trainingsreiz verarbeiten muss. Auch Bergläufe bieten sich für das Tempotraining an. Laufen Sie mit hohem Tempo bergauf und nutzen Sie den Weg bergab zurück zur Erholung. Und welche Technik macht Sie schneller? Setzen Sie Ihren Fuß nicht zu weit vor dem Körperschwerpunkt auf, denn wichtiger ist der Abdruck hinter dem Körper. Ein einfacher Merksatz von mir: Fokuhila. Machen Sie die Schritte vorne kurz und hinten lang. Damit Ihre Schritte auch wirklich länger werden, trainieren Sie am besten regelmäßig Ihre Gesäßmuskulatur an der Parkbank. So können Sie die eigenen Bestmarken brechen und Ihrem Kollegen davonlaufen. Mehr zum Thema unter essex.de.